Es war eine glückliche Fügung. Einer dieser bewegenden Augenblicke, in denen einem das Herz vor Aufregung bis zum Hals schlägt, wo einem bewusst wird, dass man etwas Besonderes, so etwas wie einen kleinen Schatz in Händen hält. Der Grainer Meisterbäcker und Konditor Helmut Schörgi ist heute noch bewegt, wenn er von seinem einstigen Dachbodenfund erzählt. Die vergilbte Schriftensammlung enthielt ein handgeschriebenes Rezept aus dem 18. Jahrhundert zur Herstellung einer längst in Vergessenheit geratenen Süßspeise. Daraus kreierte er mit Hilfe seines ausgezeichneten Geschmackssinns und Könnens eine Leckerei, die von Mehlspeisliebhabern und Feinschmeckern aus nah und fern begehrt und geschätzt wird. Den Strudengauer Batzelkugelhupf. Das süße Meisterwerk steht heute in der Kaffeekonditorei Schörgi ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Sein flaumig-zarter Germteig mit dreierlei Füllung lässt den Gaumen von Zuckergoscherln bei jedem Bissen aufs Neue frohlocken. Und so mancher Urlaubsgast, der seinen nächsten Aufenthalt im Strudengau nicht abwarten möchte, wird auf Wunsch selbst im benachbarten Ausland mit der Signature-Kreation aus dem Hause Schörgi beliefert. Wer kann, sollte jedoch die süßen Köstlichkeiten am besten gleich vor Ort genießen. Denn zur Schörgi-Genussphilosophie zählen schließlich noch viel mehr Erlebnisfaktoren. Wenn die ersten Sonnenstrahlen die sanften Hügelrücken des Donautales erklimmen und die Donauwellen in glitzernde Locken verwandeln, durchströmt schon längst der unwiderstehliche Duft unserer frischen Backwaren die Gassen unseres Städtchens. Höchste Zeit für einen Abstecher in unseren Tempel des Genusses, wie unsere treuen Kunden ihren Lieblingstreffpunkt gefühlvoll nennen. Das Mehlspeisparadies von Helga und Helmut Schörgi liegt an einem der malerischsten Plätze an der Donau, dem historisch bedeutsamen Städtchen Grain. Waren es in alter Zeit Flößer und Handelsschiffe, die auf ihrer gefährlichen Fahrt durch den wilden Strudengau Station machten, sind es heute vor allem Schiffstouristen, Rad- und Motorradfahrer und andere Ausflugsgäste, die sich hier gern eine Pause gönnen. Seine magische Anziehungskraft verdankt das Kulturjuwel dem nostalgischen Charme seiner geschichtsträchtigen Bauwerke. Die Besichtigung des 1791 errichteten ältesten Bürgertheaters Österreichs oder ein Rundgang im Schloss Grainburg, Österreichs ältestem Wohnschloss aus dem Jahr 1493, lohnt sich allemal. Ebenso wie der Besuch im Traditionsbetrieb Schörgi, dessen handgefertigte süße Meisterwerke Grain zu einer wahren Mehlspeismetropole gemacht haben. Hat man als Genusssuchender einen der heiß begehrten Logenplätze auf der Terrasse im ersten Stock ergattert, liegt einem der Donaustrom sprichwörtlich zu Füßen. Bei Schönwetter ist der atemberaubende Blick aufs Wasser natürlich besonders gefragt. Denn dann stellt sich das Gefühl von Entspannung, Auszeit und Urlaubsfeeling gleich automatisch mit ein. So fühlt sich jeder, der bei uns einkehrt, schnell wie im Paradies. In erster Linie natürlich wegen der Riesenauswahl an selbstgemachten Mehlspeisen und Eiskreationen. Da spürt man die Liebe und Hingabe bei jedem Bissen und jedem Löffel. Das hat bei uns echte Tradition. Die Geschichte des Traditionsbetriebes Schörgi beginnt mit seiner Gründung im Jahr 1957 durch Leo und Elfriede Schörgi. Bereits 1963 bezieht die Kaffeekonditorei ihren Platz an der Donau. Sohn Helmut wird vom Vater inspiriert und entschließt sich als einziger von vier Geschwistern, das Bäcker- und Konditorhandwerk von der Pike auf zu lernen. Die Kaffeekonditorei Schörgi ist bald weit über die Grenzen hinaus bekannt. Die süßen Verführungen wie Souvenirtörtchen
und Marzipanrosen erreichen sogar die Gaumen von amerikanischen Präsidenten wie George W. Bush und Bill Clinton. Viel von ihrer großen Popularität verdankt die Kaffeekonditorei zu dieser Zeit der kreativen Ader von Chefin Elfriede Schörgi, die mit der Präsentation ihrer handgefertigten, lebensgroßen Puppenprominenz zu brandaktuellen Weltgeschehnissen über fast 30 Jahre hinweg immer wieder für mediales Interesse sorgt. Doch der Erfolgsweg des Unternehmens ist auch von zahlreichen Rückschlägen überschattet. Es ist die Wahl des Standortes, die über viele Jahrzehnte die Geschichte und das Schicksal des Hauses entscheidend prägt. Denn für die Familie bedeutet es fortan, mit den Launen des Donaustroms zu leben und gegen die regelmäßig wiederkehrenden Fluten zu kämpfen. Und es sind nicht weniger als 7 Hochwässer, die das Kaffeehaus bis zum Jahr 2002 heimsuchen. Immer wieder hinterlassen die Flutwellen mit gewaltigen Wasser- und Schlammmassen Bilder von Verwüstungen. Aufräumarbeiten werden zu Belastungsproben für Familie, Mitarbeiter und Helfer und ziehen kostenintensive Instandsetzungen nach sich. Das Jahrhunderthochwasser 2002 und der höchste jemals gemessene Wasserstand von unglaublichen 14,94 Metern, also 8 Meter über dem normalen Pegelstand der Donau, bereiten dieser Situation schließlich ein Ende. Die komplett zerstörte alte Bausubstanz kann nur noch durch einen hochwassersicheren Neubau ersetzt werden. Es ist ein lang ersehnter, innovativer Schritt in eine Zukunft, in der angsterfüllte Tage des Bangens und schlaflose Nächte der Vergangenheit angehören. Dynamisch werden nun die Weichen für die nächste Generation im Jahr 2003 mit bedeutenden Meilensteinen neu gestellt. Nach der familieninternen Betriebsübergabe an Helmut und Helga Schörgi erfolgt noch im selben Jahr die Eröffnung ihrer neu konzipierten und topmodernen kulinarischen Pilgerstätte. Meine Frau Helga habe ich 1984 kennen und lieben gelernt. Unsere Familien sind aber schon viel länger freundschaftlich verbunden. Schwiegervater Fritz Füchsel hat bereits 1963 beim ersten Umbau der Konditorei mitgeholfen. Danach noch einmal im Jahr 1992. 1985 ist unser Sohn Oliver auf die Welt gekommen. Im Hafen der Ehe sind wir aber erst 2003 eingelaufen, auf einen wunderschönen Segeltörn mit Freunden. Helga Schörgi ist Gastgeberin mit Leib und Seele. Auf den herzlichen Empfang ankommender Gäste legt sie besonderen Wert. Meist geschieht das gleich an der Mehlspeisvitrine, denn diese zieht mit ihrer einladenden Präsentation an süßen Schätzen die Besucher magnetisch in ihren Bann. Eine Köstlichkeit sticht die andere aus und zeigt sich von den besten Zucker- und Schokoladenseiten. Hier könnte man buchstäblich der Qual der Wahl erliegen. Wäre da nicht die engagiert fürsorgliche und kompetente Beratung des ganzen Serviceteams? Dass der Besuch im Tempel des Genusses zum unvergesslichen Erlebnis wird, ist Helga und Helmut Schörgi besonders wichtig. Dem Zeitgeist entsprechend haben sie den Familienbetrieb als wahre Institution in der Kulinariklandschaft Österreichs positioniert. Dafür wurden sie bereits 2007 mit der goldenen Kaffeebohne ausgezeichnet. Sie steht für kreative Kaffeekultur, genussvolle heimische Mehlspeis- und Eistradition, Konfiseriekunst sowie Service auf höchstem Niveau. Im 2010 belegten sie Platz 1 bei der Wahl zum besten Eissalon Oberösterreichs. Und auch die Bewertungen im Gourmillon bestätigen dem ambitionierten Paar jedes Jahr aufs Neue den unangefochtenen Kultstatus ihres Betriebes.
Für mich ist es das Schönste, anderen Menschen Freude zu bereiten und sie glücklich zu machen. Jeder Bissen unserer hausgemachten Köstlichkeiten soll für eine Geschmacksexplosion im Gaumen sorgen. Und das gelingt Helmut Schörge zweifelsohne jeden Tag. Wirft man dem Meister seines Fachs einen Blick über die Schulter, weiß man gleich warum. Nach alter Backtradition geben bei Schörgi nur allerbeste Zutaten, unwiderstehliche Aromen und höchster kulinarischer Anspruch den Ton an. Natürlichen heimischen Produkten wird dabei der Vorzug gegeben. Denn Ehrlichkeit ist für Helmut Schörgi das oberste Gebot. Gebacken wird nach alter Handwerkstradition. Das knusprig-frische Gebäcksortiment wird ausschließlich für den eigenen Betrieb hergestellt und ist vor allem bei den vielfältigen Frühstücksköstlichkeiten der wichtigste Begleiter. Meisterwerke mit cremig eleganter und verführerisch zarter Textur entstehen, wenn Helmut Schörgi seiner Zuckerbäckerkunst in feinsten Tortenkreationen freien Lauf lässt. Er variiert aber auch ohne Ende Kuchen und Strudel nach Saison und stellt detailverliebt exquisite Schokopralinen und Konfekt in akribischer Handarbeit her. Ein Aufwand aus Freude an der Freude, der selten abgegolten werden kann. Und doch ein ungeschriebenes Gesetz seiner Zunft ist. Wir sind ein tolles, eingespieltes Team. Mit einigen arbeite ich schon seit über 20 Jahren zusammen. Die meisten habe ich selbst ausgebildet. Jeder einzelne von ihnen ist über die Maßen engagiert und mit großer Begeisterung bei der Arbeit. Gemeinsam kreieren wir jedes Jahr wunderbare neue Geschmackskompositionen, wie unsere Torte des Jahres oder die Eissorte des Jahres. Das Schörgi-Team leistet großartige Arbeit. Die gebührende Wertschätzung bleibt nicht aus. Denn süßspeisenverliebte Kunden danken es mit überwältigendem Zuspruch zu jeder Jahreszeit. Natürlich auch am Eispavillon. Helga und Helmut Schörgi sehen sich dabei selbst als Bewahrer von echtem Genuss und alter Handwerkstradition. Und es liegt ihnen viel daran, diese bodenständigen Werte noch stärker und vor allem nachhaltig im Bewusstsein der Menschen zu verankern. Werte, die unser Leben so besonders machen. Jeden Tag aufs Neue. Jedes Traditionshaus hat eine Seele. Der Tempel des Genusses in Grein hat zwei. Helga und Helmut Schörgi freuen sich auf Ihren Besuch.